Ja, hallo meine lieben Schleimfreunde, willkommen bei einem neuen Video und heute... Weg! Hallo, hier bin ich wieder. Ihr hattet letztens mein Voice-Over gehört und die Kommentare darunter waren, dass ihr mehr davon haben wollt. Und da habe ich überlegt, so okay, dann mache ich heute mal das Video. Wobei ich das total eklig finde mit dem Schleim, aber okay, fangen wir mal an. So, jetzt habe ich eine Schüssel. Jetzt wollen wir mal den Kleber nehmen. Das habe ich schon mal im Video gesehen. Das ist immer diese große Kiste und dann schütten wir da was rein. Schub, 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 gluck, 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 gluck. Okay, bisschen rumgesaut, aber okay. Die Schleimwerkstatt hat mich hier völlig alleine gelassen. Jetzt habe ich die Schüssel verstellt. Okay, so, jetzt Pflegeöl. Okay, da so ein bisschen was von rein. Was kam da denn sonst noch immer mit rein? Ich glaube Farbe kommt da auch, glaube ich, mit rein. Okay. Das ist doch ein schöner Männerschleim. Okay, jetzt brauche ich was zum Umrühren. Jetzt manchen mal zusammen. Ja, das sieht doch richtig schön böse aus. Na, das ist aber so. Was steht denn hier noch rum? Ah, das könnt ihr nicht sehen, aber da habe ich doch letztes Mal auch was zu gesehen. Genau, jetzt wird wieder rasiert. Muss man anschütteln, glaube ich. Und dann. Okay, das war ein schönes Geräusch. Ja. Mehr, mehr, mehr. Mehr. So, mehr ist mehr. Mit H aber. Okay, dann haben wir es jetzt wunderbar. So, und weg damit. Damit wir auch ein schönes Bild haben. Okay. Oh, das riecht aber lecker. Mm-mm. Mmh, ihr könnt es nur leider sehen und, oh, ich glaube das, jo, das riecht aber lecker. Brauchen wir noch irgendwas, was habe ich da letztes Mal zu gesagt? Kondensator, da habt ihr euch so drüber kaputt kommentiert, dass mir das schon so ein bisschen peinlich war. Das heißt Aktivator. Und jetzt kommt der Aktivator da rein. Das gluckert aber da rein. Okay, ich hatte gedacht, das wäre so eine kleine Spritzflasche. Okay, das... Okay, jetzt passiert hier was. Okay, ab wann muss ich denn mit dem Finger da weitermachen? Ich glaube, das geht jetzt besser mit den Fingern. So, jetzt haben wir hier ein bisschen weiter geknetet. Oh, das fühlt sich aber auch wirklich komisch an. Kriegt man da die Reste auch noch so raus? Flipp, das ist doch fast wie Silikon. Dafür, dass ich noch nie Schleim selber gemacht hatte und das wirklich mein erster Schleim ist, den ich selber gemacht habe. Flugel da zwar auseinander, aber ist ja auch ein Männerschleim, ne? So, dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare oder der Schleimwerkstatt in die Kommentare, ob ich nochmal wiederkommen darf und was ich beim nächsten Mal machen soll. Okay, ich bin wieder weg. Tschüss!